habe euch ein Labyrinth gefunden. Ich muss ins Labyrinth reingehen. Moritz, wo bist du? Heute spielen wir Erdek fangen in ganz Düsseldorf und ich habe heute Moritz dabei und ich werde dich als Sheriff wieder fangen. Du hast 10 Minuten Zeit wegzulaufen. Letztes Mal habe ich dich gefangen, du wirst mich niemals fangen, niemals. Ja. Bis 17 Uhr hast du Zeit, du wirst es niemals schaffen. 3, 2, 1, ab jetzt. Ciao Moritz, 10 Minuten ab jetzt. Okay, Freunde, ich habe mir sogar ein bisschen Unterstützung mitgenommen. So, wir haben jetzt Zeit. So, 10 Minuten, Gleichzeitig. Ich habe eine persönliche Fahrerin dieses Mal. Es ist sehr gut, dass ich auch aussteigen kann, wann ich will. Wie? Ich fahre einmal zum Fernsehturm. Ich bin alleine, oder was? Ich mache es mir heute ein bisschen schwieriger. Ich werde jetzt einfach zum Fernsehturm fahren. Das ist direkt daneben. Und ich werde versuchen, einmal hochzugehen. Eigentlich habe ich damit meinen ganzen Vorsprung schon verkackt. Ich werde es aber einmal versuchen. Ich will einmal hochgehen zum Fernsehturm. Mal schauen, ob ich schaffe. Ich schaue jetzt mal ungefähr, wo Moritz ist. Aha. Okay, er ist schon ein bisschen weiter weg. Ich werde ihn auf jeden Fall fangen. Ich werde ihn fangen. Letztes Mal musste er mich ja fangen. Und er hat es tatsächlich geschafft. Deswegen muss ich auf jeden Fall ihn auch fangen. Er kommt auf jeden Fall heute nochmal in den Knast. Beim Rheinturm da vorne, bei dem Turm sind sie scheinbar. Ich darf sie aber noch nicht bewegen. 1 Minute 15 noch. So, hier ist meine Fahrerin, aber sie ist etwas langsam. Ich hoffe, dass du es schaffst. Ich bin doch nicht langsam. Okay, wir werden sehen. Alle tragen ganz komische Kostüme heute. Was ist hier los? Ja, Fanta. Und alle fahren so langsam. Da will ich einmal kurz hoch. Let's go. Beim Rheinturm? Nein, die gehen nicht da hoch. Nein. Nein, 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 nein. Moritz will auf jeden Fall auf diesen Rheinturm gehen, das ist meine Vermutung. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, die Zeit ist jetzt um, wir können los. Dann gehen wir da jetzt auch hin. Okay, Freunde, ich steige jetzt hier aus, es ist so schlechter Verkehr, es ist unglaublich. So, wir sehen uns nachher wieder. Bis gleich. Let's go. Ah, oh, Lime-Scooter wäre super. Sorry, kann ich bei dir mitfahren? What's that? Can I drive with you to the Turm? Sorry, no. Den will ich auch mal mitnehmen können. Hä? Okay, wir müssen laufen, scheiß drauf, komm. Danke, ciao, ciao. Okay, jetzt ist auf den Fersen. Oh nein. Er hat sich seit 4 Minuten nicht mehr bewegt von dem Turm. Was macht er auf diesem Turm? Vielleicht sehen wir den Tester irgendwo hier. Hey! Ja. Die wollen mich nicht mitfahren lassen. Da vorne sind richtig viele Menschen, weil da irgendwo so ein Tag hier ist. Wenn er da reingegangen ist, dann ist er komplett lost. Ich dachte gerade, das wäre der Tester hier, weil das Auto auch so schwarz-schwarz ist. Mann, ich werde langsam nervös. Das Ding ist, Johannes könnte jederzeit hier rein. Das ist alles schon vorbei und ich warte hier gerade. Es kommt. Aber er kommt. Es kann sein, dass Johannes mich jetzt gleich genau da oben einholt, aber wir werden sehen. Okay, wir haben es geschafft. Let's go. Okay, ich gucke jetzt einmal hier raus und gehe direkt wieder runter. Das ist eine kurze Experience, aber egal. Eine Sekunde oben direkt wieder gehen. Okay, es ist zweimal da oben. Frag, ob einer mit der Kamera da war. Er war hier gerade so ein junger Mann mit der Kamera. So ein großer. Ist er hochgegangen? Okay. Scheiße. Hä? Entweder der Captain kommt rein. Hallo? Ist da ein großer, langer Typ mit der Kamera? Okay, alles klar. Danke. Hä? Wo ist der? Und jetzt geht's runter. Geht direkt wieder runter. Okay, Leute, direkt abfahren. Oh mein Gott, ich hoffe, Johannes ist nicht hier. Oh Gott. Er muss hier irgendwo sein, dein Standort zeigt es genau an. Wir sind aber Millionen Menschen. Ich hab schon gesehen, Johannes ist auf dem Weg. Oh mein Gott, der ist da oben sogar, Digga. Der ist sogar da oben. Da ist Zoe. Oh mein Gott, let's go. Mach auf! Abfahrt, Digga! Wir sind so richtig viele verkleidete Menschen, hä? Es passt ja richtig rein, hä? Es war nicht abgeschmacht oder so, ne? Also entweder ist Moritz hier im Getümmel oder sein Live-Standort backt und er ist ganz oben im Turm. Das kann auch sein. Was ist das denn? Bogenschießen, wie lustig. Aber da ist das safe nicht, oder? Warte, schau mal auf den Standort. Da ist Moritz, hat sich verkleidet. What the fuck? Lass ein Like da, wenn Moritz mal so ein Kostüm anziehen muss. Entweder sind die wirklich jetzt da oben, oder die sind über alle Berge, oder die waren kurz oben und sind kurz raus dann wieder. Ich habe keine Ahnung, wo der ist, oder der, da vorne ist er nicht, weil ich sehe den Standort hier. Vielleicht denkt er immer noch, dass ich da im Fernsehturm drin bin, wer weiß. Vielleicht fährt er ja hoch. Wir fahren jetzt auf jeden Fall ganz entspannt zum Starbucks. Wir gönnen uns jetzt erstmal einen dicken Refresher. Es gibt neue Drinks. Wir fahren jetzt zu dem ersten Starbucks Drive-Thru, den es in Deutschland gibt, den einzigen. Und fahren aber mal im Auto durch. Damit Johannes denkt, wir sind im Starbucks. Aber in Wirklichkeit fahren wir nur durch den Drive-In. Mario, Luigi. Hi. Habt ihr so einen langen Lulatsch gesehen mit der Kamera? Ich muss den suchen. Der ist genau hier. Ein langer Lulatsch mit der Kamera? Ja, so ein großer. Ne? Nicht gesehen, ne? Ne, leider nicht. Nee. Alles klar, viel Spaß noch, ne? Viel Glück noch. Ja. Ciao. Mario, Luigi getroffen. Random. Wir gehen nochmal wieder zum Turm, würde ich sagen. Oh mein Gott! Wir sind ja schon voll weltweggegangen. Wir brauchen ganz schnell ein Auto. In 200 Meter ist ein Dings ein Auto. Bevor der noch mehr Vorsprung aufbaut. Der hat mich ja richtig hops genommen. Leute, wir sind ganz entspannt. Wir sind am ganz anderen Ende von Düsseldorf. Johannes ist, glaube ich, noch nicht ansatzweise bei uns. Ich würde sagen, jetzt wird erstmal schön durch den Drive-In gefahren. Ja, Flash. Wunderbar. Hier müsste es irgendwo sein. Der Parkplatz. Ah, hier. Ich hab's. Okay. Ich steige sie ein. Let's go! Wir kennen uns beide in Düsseldorf null aus. Deswegen kann ich nicht ohne Navi fahren. Okay. Let's go. Oh nein! Okay, weiß nicht. Können wir das hier machen? Also, sehr viel Vorsprung. Ich glaube nicht genug Vorsprung. 15 Minuten Vorsprung, das reicht nicht. Ich zeige euch mal die Schlange von außen. Bitte. Guckt es euch an. Gehen hier einmal komplett und in den Laden rum, Digga. Das ist ja unglaublich. Oh nein. Okay, das wird nichts. Ich gehe einfach mal rein. Und sonst müssen wir direkt weiter. Scheiße. Jetzt stehen wir im Stau! Nein! Digga, die sind ja schon voll weit. Moritz, ich komme!
Also jetzt ist die Frage, was macht Moritz? Ich kenne mich 0,0 in Düsseldorf aus. Wir haben das erste Mal AirTag Fang Düsseldorf gespielt, weil weder Moritz noch ich mich hier auskenne. Wir sind beide in Köln Profis, deswegen meiner fremden Stadt. Schreibt in die Kommentare, in welcher Stadt wir das nächste machen sollen. Vielleicht machen wir das ja mal in eurem Dorf. Außerdem habe ich gesehen, dass 90% der Leute, die diese Videos regelmäßig gucken, diesen Kanal nicht abonniert haben. Deswegen würde ich sagen, lasst jetzt ein kostenloses Abo da, um keins der krassen Videos mehr zu verpassen. Und liked das Video und teilt es gerne, damit ich in Zukunft noch krassere Videos machen kann. Bei 200.000 Abonnenten werde ich einen kompletten Flughafen mieten und dann Hide and Seek machen. Also sprengt den Abonnieren-Button und lasst ein Like da und teilt das Video mit euren Freunden. Ich habe irgendwas ganz Wildes jetzt hier. Zoe, was ist das? Ah. Hier. So, ganz entspannt, Leute. Hier, dein Links. Danke. Johannes ist noch 10 Minuten entfernt. Ach, Johannes, du solltest mal ein bisschen besser werden, wirklich, ne? Ich würde sagen, jetzt geht's zum nächsten Ort. Denn ich würde sagen, ich verkleide mich jetzt ein bisschen. Ich finde, ich sehe noch ein bisschen zu sehr aus wie ich. Stell dir mal vor, ich sehe gar nicht mehr aus wie ich. Muss mir gar keinen Stress mehr machen. Dann kann ich einfach ganz entspannt sein, weil Johannes findet mich eh nicht. Wir gehen mal zu einem Laden meines Vertrauens. Moritz, wo bist du? Oh, ich finde ihn nicht. Was macht der Junge? Die sind beim Starbucks, hä? Wie, die sind beim Starbucks? Was soll die Scheiße? Hä? Wo ist das da? Okay, wiu. Kurz haben wir die Route geändert, aber ey, wo, die sind beim Starbucks. Das heißt, die sind im Kaufhaus oder so, oder in der Innenstadt. Ich kenne mich, wie gesagt, in Düsseldorf 0 aus. Ich weiß nicht, wo was ist. Leute, Johannes ist doch direkt hinter uns. Ich hab gedacht, wir haben viel Vorsprung, aber es ist nicht so. Ich werde jetzt natürlich genau im Geschwindigkeitslimit jetzt zum nächsten Spot fahren, damit auf jeden Fall nicht überschritten werden. Wir müssen doch jetzt hier da sein. Wo sind die hier? Digga, wir sind einfach mitten in der Stadt, irgendwo random am Arsch der Welt, wo ich noch nie war. Sind die überhaupt immer noch da? Digga, die haben sich wieder bewegt. Wir fahren einfach ohne Navi. Wir fahren einfach auf gut Glück. Die Straße fährt einfach gerade aus, wir fahren einfach jetzt lang. Hier ist ein Starbucks Drive. Ach, hier ist ein Drive-in Starbucks. Da waren die wahrscheinlich. Jetzt hätte ich bei Starbucks was geholt. Wie kann es sein, dass jemals jemand bei AirTag fangen so viel Zeit hat, dass ich bei Starbucks was holen kann? Junge, wie schlecht bin ich heute? Ich hab sie gleich. Okay, Moritz ist hier. Wir sind ihm echt auf den Fersen gerade. Nein, da, wir holen sie kurz ein Kostüm. Nein! Nein! Hä? Nein! Nein, das hat zu. Bitte drücken. Das hat zu. Es hat nicht echt zu. Ich kann nicht links abbiegen und die sind genau da. Digga. Hier waren sie eben, genau. Genau hier, siehst du sie? Da ist ein Park. Was ist das denn, Digga? Okay, blau dich aufs Dach setzen, wie in den Filmen immer, und jetzt mal ran an die Banane. Ja! Wir wieder Bumsbar. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin ein Polizist. Nach dem Tesla-Navi sind die jetzt beim Karnevalsladen, wo es Kostüme gibt. Und ich sitze immer noch im Auto. 5 Minuten bin ich da. Es hat zu, Freunde. Oh mein Gott, wir haben komplett verkackt. Ich wollte jetzt ungefähr so aussehen, aber jetzt können wir uns nicht verkleiden. Egal. Hä? Dann ist es ungefähr, wir müssen weiter mitmachen. Okay, die fahren jetzt irgendwie doch nicht zu diesem Dings. Die sind jetzt vorbeigefahren in diesem Karnevalsgeschäft. Die fahren jetzt zu einem, in die Richtung von dem Park. Ich habe jetzt eine Idee, Leute. Ich habe nämlich einen Ort gefunden in Düsseldorf. Da kann er mich gar nicht fangen. Selbst wenn er da ist, selbst wenn er vor Ort ist, wird er es nicht schaffen. Let's go. Abfahrt. Dann, wenn wir da ankommen, haben wir noch 7 Minuten Zeit. Und dann müssen wir Moritz finden. Geile Mills, geile Jungs da. Leute, Johannes ist mir direkt auf der Spur. Das ist, glaube ich, 3-4 Minuten hinter mir. Ich muss jetzt zu meiner letzten Lösung fahren. Es wird auf jeden Fall eng. Es wird sehr knapp und es ist so viel Stau, es ist krank. Okay, wir sind bei diesem Park angekommen. Hier reingeht's. Also hier sind sie scheinbar. Laut dem Standort. Okay, das Auto ist abgestellt, Leute. Ich sehe auf dem Standort, dass die jetzt da kommen. Wir verstecken uns jetzt, verstecken uns. Das ist Moritz. Ich sehe Moritz. Okay, es gibt wirklich noch 3 Minuten bis 17 Uhr. Jetzt 3 Minuten haben wir noch. Nein. Let's go. Bleib stehen! So knapp! 2 Minuten noch. Ich habe nämlich ein Labyrinth gefunden. Ich will ins Labyrinth reingehen. Ich will mich niemals finden. Wir sind im Labyrinth. Hier wird uns niemals finden können. Flashy, Kumpel! Hilf mir, Moritz zu suchen. Hilf mir. Nein. Hier ist ein Labyrinth. Ich sehe nichts. Oh, ich bin fast in die Hecke gelaufen. Scheiße. Wo muss ich lang? Hier sind Leute. Moritz, wo bist du? Was ist das hier? Über so Stolperfallen. Nein, das ist das Ende. Ah, nee, hier geht's weiter. Moritz, wo bist du? Kann ich hier durch? Ja, kann ich safe. Oh, ich kann jetzt hier immer wegrennen. Flash, komm. Komm her. Flash, komm. Moritz. Hä, wo ist der? Hey, Flash, Flash. Wo ist Moritz? Ich seh ihn. Ist der Ausgang? Nein, ich bin am Ausgang. Ich bin rausgelaufen. Er wird mich hier niemals fangen können. Ich warte das jetzt so lange, bis die Zeit abläuft. Die ist nämlich gleich vorbei. Wo bist du? Johannes, die Zeit läuft ab. Da bist du! Ich kann nicht mehr! Komm! Ich kann nicht mehr!
Ich gebe mich geschlagen. Zeit ist vorbei, Johannes. Du hast gewonnen, Moritz. Du hast gewonnen. Ah. Du hast gewonnen. Ah. Das war das RTIC-Fang. Labyrinth Edition, Moritz. Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn wir es wieder machen sollen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.